Worauf muss ich beim Verkäufer achten, wenn ich Karten im Ausland bestelle? Was gebe ich beim Customs Value in Ship My Cards genau ein? Es wird mal wieder Zeit, einige Fragen von euch durchzugehen. Diese Fragen und noch ein paar mehr, das im heutigen Video. Viel Spaß dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus. Hier geht es um das Thema Sportscards, um alles, was damit zu tun hat, um das Hobby. Schön, dass ihr am Start seid. Heute mal wieder ein Video mit euren Fragen, die ihr mir schickt auf Instagram, hier auf YouTube, in den Kommentaren. Ich versuche die immer zu sammeln und wenn dann so einige zusammengekommen sind, dann gibt es hier so ein neues Video. Ich glaube, das dürfte jetzt inzwischen das dritte FAQ-Video sein. Es gibt noch ein paar mehr Fragen, die habe ich noch gesammelt. Da wird es dann auf jeden Fall noch weitere Teile geben. Schaut euch aber auch gerne die anderen beiden an, die es schon gibt. Fragen für Starter, die gerade anfangen mit Sammeln, aber vielleicht auch für den einen oder anderen, der schon länger dabei ist, ist immer was, glaube ich, immer was dabei. Und dementsprechend auch heute neue Fragen von euch zu Ship My Cards, zu eBay, zum Zoll und so weiter. Die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Die erste Frage, legen wir direkt los. Guten Abend, Markus. Ich bin neu im Hobby und habe jetzt erstmal Packs geholt, deine Videos geguckt und bin echt gehypt. Jetzt will ich auf eine Karte bei eBay bieten. Wie läuft es, wenn sie aus dem Ausland kommt und worauf muss ich beim Verkäufer bzw. auch bei mir achten? Liebe Grüße und macht weiter so mit euren YouTubes und Podcasts. Also erstmal vielen, vielen Dank für nicht nur dieses Feedback, sondern auch viele, viele andere Feedbacks. Das Beste ist eigentlich, oder somit eines der schönsten Feedbacks, sind alle schön, ist, dass tatsächlich auch viele mir schreiben, dass sie durch die Kanäle, die wir haben, die ich habe, ins Hobby gekommen sind, gestartet haben, aber auch verantwortungsbewusst ins Hobby gestartet haben. Und das freut mich extrem, irgendwie da Leute zu gewinnen, auch für dieses schöne Hobby, das schönste Hobby. Und dann eben auch nicht so ein bisschen verantwortungsbewusst das Ganze auch starten und nicht einfach Geld raushauen, sondern einfach so ein bisschen was mit an die Hand bekommen. Genau das war das Ziel und dementsprechend auf jeden Fall da vielen, vielen Dank. Ja, worauf muss man achten bei eBay oder worauf achte ich bei eBay im Ausland? Natürlich gucke ich mir als erstes auch immer mal neben der Karte, wenn ich meine rausgesucht habe, die Bewertungen an. Gibt es da ausreichend oder sind es nur 3, 4? Dann bin ich immer noch mal ein bisschen skeptisch, hängt dann natürlich auch immer noch mal davon ab, wie hoch der Preis der Karte ist. Aber da schaue ich mir dann schon immer noch mal an, wie sind die Bewertungen, wann war die letzte, was verkauft der Verkäufer noch, hat er nur eine Karte und so weiter. Also das sind schon so ein paar Sachen, die ich mir anschaue. Dann ist natürlich auch immer die Frage, was die Versandkosten sind. Also auch da gibt es manchmal echt Unterschiede, wie die Leute ihre Karten verschicken, auch in Form von Versandkosten. Da gucke ich drauf. Dann bei eBay werden manchmal schon Steuern abgezogen von den Karten dementsprechend. Je nachdem, ob ihr es dann halt eben zu euch nach Deutschland schickt oder eben so wie ich das häufige oder fast immer eigentlich mache, zu Ship My Cards. Wie Ship My Cards funktioniert, verlinke ich euch oben auch nochmal. Ich glaube, auch dazu gibt es auf meinem Kanal 2, 3 Videos zu, weil es einfach da am einfachsten ist. Und dann entweder, ob ihr es zu Arizona euch schickt, Oregon, könnt ihr da auch nochmal Texte sparen. Wie gesagt, das schaut euch aber gerne dann im Video nochmal an. Da achte ich auf jeden Fall drauf. Genau, das sind so die beim Verkäufer und bei mir selbst gibt es eigentlich nichts Großes. Ich halte das für mich dann immer fest, wenn ich was bestellt habe, damit ich auch, wenn es dann einfach auch ein paar Bestellungen im Monat sind, nicht vergesse, dass ich da auf Karten warte. Ich halte es für mich fest. Ansonsten gibt es da eigentlich für mich selber nicht so viel zu beachten. Wie gesagt, vor allen Dingen der Fokus auf Ship My Cards. Dass da ausreichend Guthaben auch drauf ist und dass die Karte dort ankommt. Die nächste Frage. Hallo Markus, ich bin seit gut 2 Monaten wieder im Hobby und wollte erstmal fetten Respekt für deine Videos und auch den geilen Podcast hinterlassen. Auch hier nochmal vielen Dank. Eine Frage habe ich dennoch. Gibt es ein Video oder Tipps, wie man am besten ein Inventar seiner Karten anlegt, sei es in Excel oder auf einer favorisierten Internetseite? Danke im Voraus. Ja, da habe ich vor kurzem, dürfte eines der letzten Videos gewesen sein, ein Video gemacht zu. Ich habe das die ganze Zeit mit einer Excel-Liste gemacht, habe das dort jederzeit dokumentiert, jede neue Karte mit rein. Die war dann auch nicht ganz fertig, habe das immer nach und nach eingetragen, war aber nicht ganz happy. Mir haben Bilder gefehlt, mir hat so dieses Tracken des Values gefehlt.
Es war nicht ganz zufrieden. Die Excel-Liste gibt es auch noch. Die steht, könnt ihr euch alle kostenlos runterladen auf meinem Instagram-Kanal. In der Bio oben, klickt da gerne mal drauf. Da liegt die Excel ab. Es sind einfach ganz normal die Spalten. Könnt ihr als Template nutzen, erweitern, Spalten rauslöschen. Einfach so als Idee gedacht für euch, wenn ihr gerne Excel nutzt. Ich bin jetzt umgestiegen vor kurzem auf die Funktion bei Cardladder. Die hat die Funktion Collection, wo ihr in der Pro Edition auch diese Funktion nutzen könnt. Könnt ihr 7 Tage kostenlos erstmal die Pro-Version nutzen. Danach kostet es, glaube ich, $15 im Monat. Für mich ist es das wert, einfach aus Grund dessen, dass der Preis für mich angemessen ist, weil es eben Cardladder noch mehr andere Funktionen hat. Und eben, es ist super einfach, super schnell die Karten zu inventieren. Ich mache Bilder mit meinem Handy vor der Rückseite, füge den Namen der Karte ein, schreibe, wie viel ich sie gekauft habe. Er trackt auf gewisse Art und Weise den Value, wie das Ganze funktioniert. Auch das verlinke ich euch gerne oben nochmal. Also es gibt auch viele, viele andere Tools auf dem Markt, auch viele, die hochpreisiger sind. Ich glaube, manche gibt es auch noch, die vielleicht kostenlos sind. Ich bin sehr, sehr happy jetzt mit Cardladder. Ich werde das jetzt auch erstmal weitermachen, weil natürlich da auch viel Zeit reinfließt. Und dementsprechend macht es Sinn, sich da auch relativ, sag mal, frühzeitig festzulegen, weil dann zu ändern, ist immer mit sehr, sehr viel Zeitaufwand verbunden. Und das Schöne bei Cardladder, man kann es auch in Excel exportieren, wo man dann gegebenenfalls nochmal auf den Excel zurückgreifen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schaut euch gerne die Excel an, schaut euch gerne Cardladder an oder einfach mal googeln. Gibt es noch viele, viele andere Angebote. Die nächste Frage. Moin, moin, danke für deine hilfreichen Videos. Hätte mal eine Frage. Was versteht man unter Rookie-Karten? Könntest du ja eventuell mal ein Video dazu machen. Grüße. Ja, Rookie-Karten ist, sag mal, relativ einfach zu erklären. Inzwischen sind das Rookie-Card-Logo inzwischen auf den Rookie-Karten drauf. Das heißt, je nach Sportart, ob jetzt Formel 1 oder Fußball, ist immer dieses RC-Logo drauf, auf den Karten gedruckt. Das war nicht immer so. Also man hat gerade im Bereich Fußball war das eine lange, lange Zeit auch schwierig zu sehen, was ist eine Rookie-Karte. Und die Definition per se ist, glaube ich, erstmal die erste Karte von einem Spieler. Jetzt wissen wir, dass es Rookie-Karten vom Spieler XY in einem Jahr vielleicht auch nicht nur eine gibt, sondern viele, weil es natürlich je nach Produktserie die erste Karte von dem Spieler ist. Also es gibt eine Rookie-Karte in dem Produkt, es gibt eine Rookie-Karte in dem Produkt. Also es gibt nicht nur eine, sondern in jedem Produkt, wo der Spieler eben das erste Mal erscheint, wo es die Karte zum ersten Mal gibt, ist in der Regel dann auch dieses Rookie-Card. Deswegen kann es auch mal eine Rookie-Card geben nach einem Jahr von einem Spieler, der schon länger am Start ist. Es sind natürlich so die beliebtesten Karten, weil es eben die ersten Karten sind. Man erkennt sie inzwischen sehr, sehr gut am Logo. Nichtsdestotrotz schaut euch da verschiedene Datenbanken an, was wirklich die erste, allererste Karte von einem Spieler ist, in welchem Set sie rauskam. Aber ja, also das inzwischen ist es einfach. Wie gesagt, vorher war das nicht immer so. Da helfen euch dann die diversen Datenbanken für Karten, wo man dann einfach schaut, was waren die ersten Karten, die es gibt. Die nächste Frage. Habe Petri zu 25 zweimal gezogen, würdest du die verkaufen oder lieber erstmal liegen lassen? Danke dir schon mal für deine Hilfe und dir eine schöne Woche. Also so eine Frage landet, ich würde sagen, täglich bei mir in der Box. Nicht nur zu Petri, sondern zu vielen, vielen anderen Karten. Und ich habe da immer ja Schwierigkeiten, das immer so pauschal zu beantworten, weil ich einfach auch nicht weiß, was, warum, wieso, was man damit vorhat. Also ich gehe natürlich erstmal davon aus, dass wenn man mir so eine Frage stellt, dass es vielleicht als Investmentgedanke ist, lohnt es sich jetzt zu verkaufen, ähnlich wie es bei Aktien ist, oder soll ich sie noch halten? Und natürlich habe ich da eine Meinung, aber ich bin nicht in jedem Sport und jeder Liga vor allen Dingen auch so tief drin, um das so perfekt zu beurteilen. Natürlich habe ich vielleicht eine Meinung, kann ich dann auch sagen, aber das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Macht euch da euer eigenes Bild, umso mehr Zeit ihr natürlich auch reinstecken könnt in die Spieler, in die Statistiken, in die News, umso besser könnt ihr das natürlich bewerten. Ich kann immer natürlich so meine Meinung dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich da geschrieben habe. Aber es hängt natürlich auch viel mit den Zeitpunkten ab. Ist jetzt gerade der Hype? Steht eine WM vor der Tür? Dann macht es vielleicht ja auch Sinn, eine Petri-Karte vielleicht noch zu halten bei einer WM. Playoffs ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht um Karten zu verkaufen, als in der Offseason. Da gibt es verschiedene Zeitpunkte. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht. Auch das verlinke ich euch oben gerne nochmal, was so verschiedene Möglichkeiten ist zu kaufen bzw. zu verkaufen. Ja, macht euch da auf jeden Fall ein Bild. Und wenn ihr gerade irgendwie sagt, ich brauche jetzt mal Geld für eine neue Karte, dann ist vielleicht jetzt der bessere Zeitpunkt dann doch, anstatt zu warten. Das ist immer super individuell
und immer schwierig pauschal zu beantworten. Kommen wir zur letzten Frage zum heutigen FAQ-Video. Wie gesagt, es gibt noch ein paar, die da demnächst kommen. Die lautet, super Video, dennoch stellt sich mir die Frage, der Custom Value, den ich für den Zoll angebe, ist das der reine Artikelpreis auf eBay oder kommt der Versand zu ShipMyCards auch noch hinzu? Also theoretisch, und da schaut euch auch gerne nochmal die Zollvideos an, die ich gemacht habe, also direkt mit dem Zollamt Frankfurt habe ich eure Fragen weitergegeben, sie haben sie mir beantwortet. Da ist das genau auch mit beantwortet worden. Und zwar ist es immer wichtig, inklusive Versandkosten. Also der richtige Weg ist es, wenn ihr Customs Value angeben wollt und müsst, dann ist eigentlich der Artikelpreis plus Versandkostenpreis der korrekte Preis bei Customs Value, den ihr angeben müsstet. Genau, das ist eigentlich so pauschal. Wie gesagt, schaut euch die Fragen mal an. Da sind, ich glaube, so die häufigsten Fragen angegeben zu ShipMyCards beziehungsweise generell Zollfragen. Da solltet ihr auf jeden Fall alles beantwortet bekommen. Aber wie gesagt, der korrekte Weg wäre inklusive Versandkosten. Ergänzend dazu weiß ich, dass viele auch immer fragen, was ist Market Value, was ist Custom Value bei ShipMyCards. Market Value, wenn ihr dort eure Karten auf dem Marktplatz bei ShipMyCards verkaufen wollt, könnt ihr dort definieren, zu welchem Preis ihr sie dort anbieten wollt. Und Customs Value ist wirklich der Zollwert, den ihr dort angibt. Auch das war immer so eine Frage, die habe ich jetzt zwar nicht rausgesucht, aber das waren immer so Fragen, die passend dazu einfach kommen. Also Market Value für den Marktplatz ShipMyCards, Custom Values ist dann wirklich der Zollwert. Das waren so die Fragen für heute. Wie gesagt, war alles mal wieder quer durch. Investitionen, ShipMyCards, eBay, alles wieder dabei. Es kommen täglich neue Fragen. Deswegen wird es, wie gesagt, nicht die letzte Videoserie zu den FAQs gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, die unbeantwortet sind, schreibt mir gerne jederzeit. Ich versuche zeitnah immer, euch auch zu antworten. Das gelingt mir nicht immer, aber gebt mir auf jeden Fall Mühe. Ich antworte in der Regel jedem. Und ja, auch gerne hier in die Kommentare, lasst gerne was da, wenn ihr offene Fragen noch habt, die wir gerne mal beantworten sollen. Manche Fragen lohnt es sich einfach eher ein eigenes Video zu machen, weil sie sehr, sehr umfangreich sind. Heute waren so ein paar einzelne Fragen, die schnell zu beantworten sind. Ja, hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es so ist, ihr wisst Bescheid, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen, wird meinem Kanal sehr, sehr helfen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen, hören uns im nächsten Twitch-Video oder Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.